Tesla Tuning Video 2, was Tuning ist ein bisschen übertrieben. Ich habe ein paar Pakete bekommen von Desi Supply. Und wir montieren einen Heckspoiler, wenn wir es zusammenbekommen, aber ich denke schon. Neu sind auch die Felgen, die Radmutternabdeckungen fehlen noch. Sind 20 Zoll mit einer anderen Einpresstiefe, steht ein bisschen besser da der Wagen, finde ich. Von der Firma Rial. Was ich beim letzten Video unterschlagen habe, unbeabsichtigt ist auch, wir haben natürlich auch die Frunk, also die vordere Kofferraummatte von Tubifair. Schon sehr zum Empfehlen, weil es ist tatsächlich von Tesla sonst nur dieses Hartplastik drin. Früher beim alten Model 3, was ich gehabt habe, war da noch ein Teppich dabei, ist jetzt nicht mehr, also diese Frontmatten würde ich schon sehr empfehlen. Vor allem ist das Kabel hin und wieder nass oder man hat nasse Wanderschuhe, dann kann man es auch da schön reinschmeißen. Die Ränder sind hoch genug, also das passt. So, was haben wir da Schönes? Wir haben eine Gummimatte von der Marke Tess in dem Fall jetzt für den hinteren Kofferraum Unterboden. Natürlich da jetzt für den unteren Teil des Kofferraums gedacht, wenn auch da mal was auslaufen sollte, kann es ja nicht schaden. Ja, sollte glaube ich jedem klar sein, wird nur reingelegt. Passt relativ gut, ist ein bisschen ein weicherer Kunststoff, aber das macht ja nichts. Es soll ja nur die Feuchtigkeit von diesem Teppich fernhalten. Falls zum Beispiel mal so ein Schneebesen da unten landet oder sie irgendein Grund ein Wasser eintritt, dann kann das vielleicht unter Umständen helfen. Kümmern wir uns noch um diese tiefen Löcher, die sind wirklich sehr tief, links und rechts. Aufpassen, Tesla verkauft hier die falschen, nämlich für die China-Modelle. Auch wenn euer Account behauptet, dass es zu eurem Fahrzeug passt, das passt nicht, solange Tesla das nicht ändert. Das hat wohl mit den Gusshinterteilen zu tun oder vielleicht auch mit Änderungen bei der Soundanlage. Auf jeden Fall sind die Berliner Modelle hinten rechts anders gebaut und dadurch passen die originalen Einlagen nicht. Warum diese Einlagen? Man hat erst mal wieder eine Gummieinlage, zeige ich euch gleich, und der Boden schließt dann, was den Boden auch gleichzeitig erweitert und die Löcher verschwinden. Könnte unter Umständen auch das Dröhnen, das ich immer noch ganz leicht verspüre, ich habe es schon verbessert mit der Einstellung der Heckklappe. Umso weniger Lufträume hier sind und Resonanzkörper, umso besser wird das beim Auto sein. So, so schauen diese Gummikörper mal aus, ja, die sind auch bei Tesla selbst nicht anders. Da unten hat man Gott sei Dank noch eine Markierung, damit man auch die Seite sieht. So, schaut auf jeden Fall schon mal besser aus. Ein bisschen nachdrücken. Da schließt es jetzt auch schön ab. Ich werde das noch ein bisschen nachdrücken und dann schauen wir weiter. So, die linke Seite flutscht rein, so, wie auch beim Originalteil war das so. Und rechts, wie gesagt, gibt es ein bisschen eine Abweichung, aber es passt auch soweit. Also wie gesagt, passt auf, wenn ihr ein deutsches Modell habt, es werden da immer wieder falsche Teile für China-Modelle angeboten. Wird wahrscheinlich auch bald in China angepasst, das Heckteil. Und dann kommen wir zum großen Vorteil, wie gesagt, es sind da diese Abdeckungen auch dabei. Die sollten jetzt hoffentlich auch noch passen. Das tun sie auch. Das macht auch einen sehr ordentlichen Eindruck. Ist ein recht starkes Material wie der Originalboden. Hat auch eine Lasche zum Wegziehen. Und man sieht schon, man hat dann die Löcher weg, weniger Resonanz. Also das macht durchaus Sinn. Das ist der Teil der Bestellung. Das sind Gummieinlagen für die Türen. Tesla hat ja nicht gespart. Wir haben tatsächlich Filze in den Türablagen. Aber auch da kann mal was auslaufen. Darum kommen auch Gummieinsätze rein. Das haben wir gesagt, nicht mal teurere Audis, also wir haben schon etliche Audis gehabt. Das passt, aber wir haben da unten auch Filz. Und das kann durchaus einmal passieren, dass da was ausläuft und dann hat man ewig die Feuchtigkeit vielleicht da drin. Und darum diese Gummieinsätze. Schauen wir mal, wie die passen. Das sind auch von Tesla Supply. Habe ich überhaupt den richtigen? Ja. Sagen wir 100% nicht, aber sie decken alles ab, sind ein bisschen hochwandiger. Nicht so, dass es glaube ich stört jetzt optisch. Und
bringt durchaus was, glaube ich, wenn da was ausläuft. Das Ganze auch für die hinteren Türen, da schaut es ein bisschen anders aus. Es ist auch ein bisschen perforiert. Das passen eigentlich halbwegs gut. Es ist auch da, wie gesagt, jetzt ein Steg drin. Vielleicht auch praktisch, wenn man ein bisschen kleinere Dinge dahinter ablegen will. Vorne passen weiter in die Flasche, man hat ein bisschen Feuchtigkeitsschutz. Letzter Schritt ist der Spoiler. Das Wichtigste ist, wie gesagt, entfetten. Mit was für ein Produkt ist eigentlich egal. Das ist jetzt ein Reinigungsschaum. Kann auch andere Produkte verwenden. Wichtig ist reinigen, reinigen, reinigen. Spoiler wird normal mattschwarz. Gefällt mir besser wie ein Carbon, weil ich habe sonst kein einziges Teil in Carbon. Hat ja auch der originale Performance nicht. Und es sind ja sonst alle Kunststoffteile seitlich, Schweller, da der Diffuser in normalen mattschwarz. Darum haben wir für einen normalen schwarzen entschieden. Schaut mal, aber vernünftig verarbeitet aus, das Klebeband, ob das jetzt ein Dreme ist, bezweifle ich. Aber auch bei den Logos haben wir schon gesehen, diese China-Kleber sind auch ganz schön klebestark. Besten zu zweit. Der Spoiler schmiegt sich eigentlich eher an der Karosserieform an. Das heißt, man braucht nicht viel messen, wir tun es dennoch. Und haben sie da für die Markierung jetzt schon zwei Klebebänder hergerichtet. Wie gesagt, aufpassen, rückstandsfreie Klebebänder verwenden. Das Maß ist gesetzt. Wir haben da jetzt links und rechts die Bänder gemacht. Ja, es passt relativ gut, ist ja da ein China-Spoiler. Ich habe jetzt nochmal nachgeheizt, nochmal angedrückt und dann nochmal ein Querklebeband zur besseren Spannung angeklebt. Und jetzt lassen wir das über Nacht anziehen und dann werden die Klebebänder entfernt. Hoffentlich rückstandsfrei, beschrieben wurde es so. Ja, und somit ist der Umbau erledigt. Mein Umbau, ein bisschen Verbesserungen optischer Natur und auch ein bisschen Qualitätsfeatures, damit nichts passiert, wenn was ausläuft. So ein paar praktische Dinge eingebaut und weil es so schön ist, kommen jetzt natürlich die Gummimatten wieder raus vom Dubifair und Teppiche rein, weil im Sommer ist das auf jeden Fall schöner. Das mache ich jetzt noch und dann bin ich mal für heute fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.